Sind wir wieder beim Madden NFL 20. Wir sind zurück in den Ultimate Legends und haben den nächsten Ultimate Legends Showdown zu spielen. Ich ahne schon wieder fürchterliches. 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Und es geht wieder gegen die Barons. Und das wird wieder ein Schlachthausspiel. Ich ahne es. Der Ball ist unterwegs. Sein das an der 4-Yard-Linie. Schauen wir mal, wie der Return läuft. Das sagt ja schon immer so ein bisschen was aus, in welche Richtung das hier geht. Jo, das geht in die Richtung, dass irgendwie keiner von den Barons in der Lage ist, Sanders zu stoppen. Kickoff Return, Touchdown für die Cowboys. 96 Yards der Return. Der Versuch der Two-Point-Conversion. Lauf über Emmett Smith über die linke Seite. Auch erfolgreich. Und nach 10 Sekunden führen die Cowboys mit 8:0. Cowboys mit dem Kick-Off. Der Ball geht zur rechten Seite. Aufgenommen an der 8-Yard-Linie. Das ist Christian Okoye, der Fullback. Mit dem Return an die 23-Yard-Linie. Erster Versuch von 10 für Aaron Rodgers. Da kommt er wieder aufs Feld. Wir stellen das Tackling hier wieder auf aggressiv. In der Hoffnung vielleicht ein paar Fumbles zu generieren. Und wir blitzen. Uns an der eigenen 23-Yard-Linie. Oh, ein Mörder-Hit. Mein Gott. Sayers kommt gerade noch an die Line of Scrimmage zurück. Zweiter Versuch und 10. Linebacker stehen in der D-Line. Rodgers unter Druck. Bleibt da aber cool. Bleibt nicht nur cool, sondern macht ein Wahnsinns-Play. First down an der 31-Yard-Linie. Das gibt's ja gar nicht. Calvin Johnson. Das ist halt das Risiko, wenn wir so viel blitzen. Aber ganz ehrlich, gegen die Barons ist das die eigentlich die einzigste Art und Weise, wie du die Sache noch halbwegs spannend ist, eigentlich auch schon übertrieben, noch so ein bisschen interessant machen kannst. Auch wenn mich dieses Play von gerade eben hier ein bisschen Lügen straft. Zweiter Versuch und 10 an der 31. Wir blitzen Will Blitz 3. Gale Sayers gestoppt im Backfield. Dritter Versuch und 10. Also für ein Field Goal ist das schon ein Fang. Das ist ein 49-Yarder. Christian Okoye nochmal mit einem Run. Kommt nochmal ein Yard näher. Jetzt bin ich gespannt. Die Field Goal Unit ist auf dem Feld. Der Kick. Oh, das sieht gut aus. Unfassbar. 8:3 der Spielstand. Stannerud mit dem Kick. Ein so knappes Spiel im ersten Quarter haben. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen Goal-Line. Der Return. Eieieiei. Wir werden die Offense der Cowboys, glaube ich, nicht mehr zu sehen bekommen. Im ersten Quarter. Sanders mit 100 Yards. Also diesmal wirklich punktgenau vom Coast to Coast. Deion Sanders. Der Versuch der Two-Point-Conversion. Die Cowboys antworten direkt. Es steht 16:3. 30 Sekunden vor dem Ende des ersten Quarters. Kick der Cowboys. Geht an die... Da, es ist die 3-Yard-Linie. Jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Gale Sayers mit dem Return. Und wir blitzen weiter. 27 Sekunden noch im ersten Quarter zu spielen. Und fast die Interception. Zweiter Versuch und 10. Noch 23 Sekunden im ersten Quarter zu spielen. Mörder-Hit hier von Tillman.
Aber Reed ist cool, hält den Ball fest. Aber es ist ein 3. und 8. Ersten Quarter. Nein, die Uhr läuft runter. Es geht rüber ins 2. Quarter. 3. und 8. Die Cowboys mit dem Overload Blitz. Versuchen also irgendwie durchzukommen zu Aaron Rodgers. Und das gelingt. Das ist ein Fumble. Der Ball ist frei. Den können aber die Barons selber sichern. 4. Versuch und 19. Die Barons schicken ihr Punt-Formation aufs Feld. Ball an der 24-Yard-Linie. Das ist Sanders, der schon wieder unterwegs ist. Ins Ausgeschoben wird an der 34-Yard-Linie. Und jetzt kommt wirklich unsere Offense zum ersten Mal aufs Feld. Ich nehme jetzt mal die Two-Point-Conversion-Tries aus. So, ein Counterplay über Emmitt Smith. Wir haben noch 17 Sekunden bis zum Two-Minute-Warning der ersten Hälfte zu spielen. Emmitt Smith kommt an die 25-Yard-Linie. Wir laufen mal einfach weiter. Vielleicht noch die beste Methode, um mir Zeit von der Uhr zu nehmen. So, wir sind beim Two-Minute-Warning. Noch 2 Minuten zu spielen. Ja, das war's leider mit den Laufspielzüge. Wir nehmen den Trail Owens, Whitman und Cooper attackieren die Mitte. Wir gehen auf den Tight End. Der ist in der Mitte komplett frei. First down an der 4. So, first and goal. Wir laufen über die rechte Seite. Emmitt Smith in der Endzone. Brian Urlacher kommt zu spät. Der Versuch der Two-Point-Conversion. Blick zu Terrell Owens im Slot. Der hat den Ball. Es steht 24:3 für die Dallas Cowboys. So, wir haben noch 1:33 zu spielen. Wir wissen ja gerade immer, in diesen letzten 2 Minuten einer Halbzeit passiert immer sehr, sehr viel. Wollen wir mal schauen, was die Barons vielleicht noch zu bieten haben. 1:30 noch, 1. und 10 an der 24-Yard-Linie. Und die Cowboys blitzen fröhlich weiter. 1. und 10. Gestoppt an der 24-Yard-Linie. 2. und 11. No Huddle Offense jetzt. Der Barron stellen sich direkt wieder auf. Das ist wieder ein vollständiger Pass. Der Receiver versucht ins Seiten auszukommen. Das gelingt aber nicht. Die Barons nehmen ihre erste Auszeit. Dritter Versuch und 10. Genau 60 Sekunden noch zu spielen. Ein schöner Run. Das war ein wunderbarer Spiel zu Calvin Johnson, da mal als Running Back umfunktioniert. Aber es hat nicht gereicht für das First Down. Das ist ein 4. Versuch und 1. Ich nehme hier keine Auszeit mehr. Bin ja froh, wenn hier Zeit von der Uhr geht. Sanders weigert sich, den Ball aufzunehmen, holt ihn sich dann aber doch. Der wäre sonst viel zu weit hinten, hätten wir starten müssen. So ist der Ball an der 35-Yard-Linie. 1. Versuch und 10. Wir haben noch sage und schreibe 8 Sekunden auf der Uhr. Wir laufen mit Emmitt Smith. Der wird zu Fall gebracht an der 39-Yard-Linie. 3 Läufe für 18 Yard nur. Das ist enger, als man das glauben mag. Die erste Halbzeit ist vorbei. Die Cowboys führen deutlich mit 24-3. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier von einem herzzerreißenden Match auf Augenhöhe sprechen. Dafür sind die Bears zu weit weg. Aber sie verkaufen sich besser als bei vielen anderen Auftritten, die wir bis dato hier gesehen haben. Der Return, Gale Sayers an die 27-Yard-Linie. Wir sind in der 2. Hälfte der Partie. 1. Versuch und 10 für die Bears. Oh, viel Druck und das ist ein Sack
Erzwungener Fumble. Der beginnt direkt mit einem Turnover. Offense der Cowboys kommt in der Red Zone der Barons aufs Feld. Und Emmitt Smith nimmt Fahrt auf, kommt an die 4-Yard-Linie. First and Goal für die Cowboys. So, der nächste Run. Wieder Emmitt Smith. Und Dallas ist in der Endzone. Es steht 30-3. Auch hier der Versuch der Two-Point-Conversion. Double Slant. Blick geht zu. Terrell Owens im Slot. Der hat den Ball. 32-3 führen die Cowboys. Der Kickoff ist unterwegs an die 5-Yard-Linie. Jetzt der Return. Gestoppt an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Overstorm Brave. Cowboys versuchen wieder zu blitzen. Gale Sayers mit dem Laufversuch. Der dritte Run von ihm. Er kommt immer nur wirklich bis an die Line of Scrimmage zurück. Also noch kein einziges Yard Raumgewinn. 2010. Der nächste Sack. Defense Touchdown. Fumble Recovery von Jones. Jetzt ziehen sie davon. Das, was ich eigentlich erwartet habe, in den letzten 2 Minuten vor der Halbzeit passiert. Mit Beginn des dritten Quarters 40-3 der Spielstand. Zwei Fumbles von Aaron Rodgers hintereinander. Das bricht hier natürlich komplett das Genick. An der 4-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return endet. Oh nein, das ist schon wieder ein Fumble. Das gibt's ja gar nicht. Die Cowboys haben schon wieder den Ball. Oh, was ist denn hier gerade los? Oh, dieser Fumble wird sich nochmal angeschaut. Na, das ist eigentlich kein Fumble, weil hier hat er den Ball noch fest. Und jetzt kommt er erst frei. Aber er ist ja schon mit den Schulterblättern auf dem Boden. Das ist eigentlich kein Fumble. Wir schauen mal, was die Schiedsrichter final entscheiden. Genauso ist es. So, also dann. 1. und 10 für die Barons an der eigenen 27-Yard-Linie. Und wieder ist Ende an der Line of Scrimmage. Cowboys gehen per Audible in einen DB-Blitz. 2. und 10, also die Defensive Backs versuchen jetzt zu blitzen. Incomplete Pass von Aaron Rodgers. 3. Versuch und 10. Und die Cowboys blitzen weiter. Müssen aber gar nicht angreifen, denn es ist ein Run. Christian Okoye, der hat es geschafft, immerhin auf minus 2 Yards zu kommen. Also der eine gar kein Yard, der andere minus 2. Das Laufspiel der Barons, eine Katastrophe. Wir sehen den nächsten Punt. An der 16-Yard-Linie nimmt Deion Sanders den Ball auf. Und er retourniert über die rechte Seite. Das ist ein Punt-Return-Touchdown für die Cowboys. Yards. Der macht hier, was er will. Mit dem Special Team der Barons. Irvin von links auf einer Slant Route. Jason Witten, der Tight End, ist unsere Absicherung. Der aber gut gedeckt ist. Ja, dann spaziert Kurt Warner. Und die Betonung liegt wirklich auf spaziert in die Endzone. 48-3 der Spielstand. Für die Cowboys.
Ball an die 5-Yard-Linie. Jetzt der Return, ein Mörder-Hit und wieder ist der Ball frei. Der nächste Touchdown für die Cowboys. Randall Cobb bringt den Ball in die Endzone. Two-Point-Conversion, der Toss über die Außen. Ein Katastrophen-Quarter für die Barons. 56-3 der Spielstand. 15 Sekunden sind noch zu spielen im dritten Quarter. Es ist also noch nicht vorbei für die Barons. Kick an die 7-Yard-Linie. Der Return. Gestoppt an der 22-Yard-Linie. Erster Versuch um 10. Und die Cowboys blitzen einfach mal weiter. Ziehen beide Safeties aggressiv nach vorne. Und das ist ein vollständiger Pass von Aaron Rodgers. So, das dürfte auch das letzte Play gewesen sein im dritten Quarter. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Ja, 32 Punkte haben die Barons im dritten Quarter kassiert. Also noch viel schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. So, wir blitzen wieder mit den Defensive Backs beim Schlussviertel. Und ein vollständiger Pass, schöner Tackle hier von Tillman. Dritter und 3, mal die Chance für einen First Down für die Barons. So viel Druck, das ist der Sack. Carr kommt durch. Vierter Versuch und 10. Wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. Und pünktlich dazu ist der Ball in der Luft. An der 24-Yard-Linie Deion Sanders. Und jetzt wird es wieder richtig gefährlich. Oh, da kommt er ein bisschen zu nah an die Verteidiger heran. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Die Cowboys führen mit 56-3. Und wir laufen mit Emmitt Smith. Lassen uns einfach mal nicht tackeln. Touchdown für die Cowboys. Es steht 62-3. Two-Point-Conversion. Blick zu Terrell Owens im Slot. Der lacht einmal fröhlich. 64-3 der Spielstand. So, wir haben noch 1 Minute und 44 Sekunden zu spielen. Beide Teams besitzen noch alle drei Auszeiten. Cowboys werden ihre. Sayers nimmt den Ball auf an der 2-Yard-Linie. Der Return. An der 18-Yard-Linie kommen die Barons mit der Offense wieder aufs Feld. 1 Minute und 40 müssen sie noch irgendwie überstehen. Cowboys blitzen mit dem Under Smoke. Incomplete Pass von Rodgers. Zweiter Versuch und 10. Cowboys blitzen weiter, diesmal mit einem der Linebacker. Mörderhit, Incomplete Pass. Sanders ist direkt da. Dritter und 10. Das kann ein ganz schnelles 3-and-out hier gerade geben. Tiefer Ball und der ist vollständig. Neues First Down an der 40-Yard-Linie. Der Drive der Barons geht weiter. Donald Driver von den Packers. Sie haben mich ja noch bis dato noch gar nicht hier so in Erscheinung gesehen. Erster Versuch und 10 an der 40-Yard-Linie. Vollständiger Pass. An der 44-Yard-Linie gestoppt. Zweiter Versuch und 6. Die letzte Minute. Mit einem Incomplete Pass von Rodgers geht's weiter.
So, das ist ein 3. und 6 von der eigenen 44-Yard-Linie. Oh, da hat Renfro auf die Interception gespielt und sich komplett verschätzt. Neuer 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Barons. Und das ist ein Sack. Der Ball ist frei, kann aber aufgenommen werden von einem der O-Liner. 2. Versuch und 19. Da schlägt es nochmal gewaltig ein bei Aaron Rodgers. So, wir haben noch 5 Sekunden zu spielen. 3. und 19. Ball an der 34-Yard-Linie. Hail Mary. Der Ball ist in der Luft, springt durch die Gegend und ist jetzt intercepted von Renfro. Das Spiel ist damit auch vorbei. 24:3 schlagen wir die Barons. 1, 2, 3, 3 Sterne rot, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.